Ja, guten Abend. Wir haben heute die Übung 5 in Robotik 1, Bewegungsplanung. Und die Vorlesung dazu war ja in den letzten beiden Vorlesungen, ist im neuen Jahr. Und schauen wir einfach mal rein. Die haben 5 größere Aufgaben, also die erste zu Voronoi-Diagramm, dann Line-Sweep-Verfahren, RT-Stern, A-Stern und Potentialfelder. Der ersten Aufgabe ging es so ein bisschen darum, sich mit Voronoi-Diagrammen auseinanderzusetzen. Bisschen mehr, als wir es dann in der Vorlesung gemacht haben. Also erstmal sich anzuschauen, welche Begriffe gibt es dort, was ist mit den Begriffen Region, Kante und Knoten gemeint in einem Voronoi-Diagramm. Und dann einmal so ein Voronoi-Diagramm aus einer Punktmenge zu konstruieren, wie das abläuft. Die Punktmenge war hier gegeben, einfach nur 6 Punkte, damit man es noch von Hand machen kann. Genau. Eine Voronoi-Region bezieht sich immer auf einen der Punkte in dieser Punktmenge. Jetzt zum Beispiel die Voronoi-Region von dem grünen Punkt wäre die Menge aller Punkte, deren Abstand zu diesem grünen Punkt geringer ist als zu den anderen Zentren, die es hier gibt. Also wenn wir zum Beispiel einen Punkt hier rausnehmen in der grünen Region, dann hat er natürlich einen bestimmten Abstand zu dem grünen Punkt, aber der hat natürlich auch Abstände zu den anderen Zentren. Und dieser Punkt ist eben der Voronoi-Region von dem grünen Punkt zugeordnet, weil der Abstand zum grünen Punkt am kleinsten ist. Das ist dann natürlich eine gesamte Fläche hier. Es gibt natürlich auch Mengen von Punkten, die zu 2 Zentren den gleichen Abstand haben. Die bezeichnet man dann auch als Kante. Voronoi-Kante, das sind, nimmt hier ist zum Beispiel die Kante zwischen diesen beiden grünen benachbarten Zentren eingezeichnet. Und in dem Fall ist es natürlich so, dass jeder der Punkte auf dieser Linie den gleichen Abstand zu beiden Zentren hat. Und dann gibt es noch die Knoten. Die Knoten sind eben an den Ecken der Polygone von diesen Voronoi-Regionen. Und man kann hier sehen, das sind dann eben die Punkte, die zum Beispiel zu 3 oder gegebenenfalls noch mehr Punkten den gleichen Abstand haben, bilden dann eben die Kanten von diesem Voronoi-Diagramm. Genau, das war im Grunde nur so ein bisschen Terminologie durchgegangen. Und jetzt die eigentliche Aufgabe ist dann eben, so ein Voronoi-Diagramm zu konstruieren für eine gegebene Punktmenge. Wie läuft das ab? Das Ganze ist ein rekursiver Algorithmus. Das heißt, wenn wir jetzt so 6 Punkte haben, dann wissen wir erstmal gar nicht, wie wir für sowas ein Voronoi-Diagramm konstruieren können, beziehungsweise es wäre sehr komplex. Deshalb teilt man das Problem in kleinere Teilprobleme auf. Und das macht man so, indem man die Punktmenge halbiert, und zwar auf linear separierbare Weise. Und dann hat man eben 2 Punktmengen, für die man dann rekursiv wieder das Voronoi-Diagramm konstruiert. Und man teilt eben die Menge so lange runter, bis man in einen Basisfall landet. Wie man die Menge teilt, das kann man sich natürlich aussuchen. Hier haben wir jetzt mal so eine lineare Trennung in der Mitte gemacht, horizontal. Man kann aber auch anders trennen. Wichtig ist, dass man halbiert und dass die Halbierung linear separierbar ist. Also das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir nehmen diese 3 Punkte und die anderen 3 Punkte, weil das keine lineare Trennung dieser Punktmenge ist. Das ist nicht zulässig. Was man aber machen könnte, ist zum Beispiel irgendwie die Punkte hier zu trennen. Das steht einem frei. Aber es muss linear separierbar sein. Gut, in dem Fall haben wir uns jetzt dafür entschieden. Und dann müssen wir den Basisfall lösen. Basisfall heißt, wir teilen so lange runter, bis wir 2 oder 3 Punkte in der Menge noch haben, je nachdem, ob jetzt die Menge gerade oder ungerade insgesamt ist. Genau, also man muss die Menge immer halbieren. Also wenn wir jetzt noch mehr Punkte hätten, dann müsste man halt nochmal weiter halbieren.
und bis man halt ganz unten ankommt. Und dann den Basisfall lösen. Der Basisfall funktioniert so, dass wir die Punkte, die wir dann haben, das sind ja entweder 2 oder 3, verbinden. Da haben wir solche Verbindungslinien, die sind hier mal gestrichelt eingezeichnet. Und dann zeichnen wir zu diesen Verbindungslinien die Mittelsenkrechten ein. Also so, wie man es aus der Geometrie für ein Dreieck kennt. Hier sind dann jetzt eben die blauen Linien, die mittelsenkrechten, senkrecht auf diesen Verbindungslinien eingezeichnet. Und im Schnittpunkt hören diese jetzt aktuell dann eben Linien oder Halbgeraden dann auf. Wenn man nur 2 Punkte hat in einer dieser Teilmengen, dann kommt eben nur eine Mittelsenkrechte heraus. Genau. Und das müssen wir für den zweiten auch machen. Und dann bekommen wir dafür auch Mittelsenkrechten. Jetzt hier in diesem Fall ist es so ein entartetes Dreieck. Also die beiden blauen Linien sind hier die Mittelsenkrechten zwischen den beiden unteren Punkten. Also zwischen dieser Linie und dieser Linie. Und die Mittelsenkrechte von der oberen Linie ist außerhalb unseres halbierten Bereichs, also die landet hier oben, also sag ich mal stilistisch dargestellt, natürlich wäre es noch viel weiter oben, aber wir müssen die Mittelsenkrechten nur einzeichnen bis zum Rand dieser halbierten Fläche. Genau, also zu der Frage, warum wir machen das bei der ungeraden Zahl, dann hat man eben eine Menge, die einen Punkt mehr hat als die andere. Das ist okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel 5 Punkte hätten, dann kriegt man in einer Menge 3 und in der anderen 2. 2 Punkte ist auch so ein Basisfall, den man lösen kann. Warum man nicht gleich überall die Mittelsenkrechten einzeichnet, weil das dann wahrscheinlich sehr chaotisch wird. Also jetzt hier in diesem Fall haben wir jetzt zum Beispiel diesen Basisfall gelöst. Und wenn wir den Basisfall können wir mal sehr einfach lösen, weil wir entweder Mittelsenkrechten im Dreieck einzeichnen oder die Mittelsenkrechte von einer ganz normalen Linie. Und jetzt müssen wir uns, wenn wir dann rekursiv runtergegangen sind auf diese Basisfälle und wieder hochgehen, müssen wir uns nur noch um die Punkte kümmern, die benachbart sind. Also jetzt hier in diesem Fall können sich diese Punkte hier auf gerader Linie noch sehen. Die sind nicht getrennt durch die bisherigen blauen Linien. Und jetzt müssen wir nur noch für diese Punkte die Mittelsenkrechten einzeichnen. Sonst müssten wir ja für jeden Punkt beliebig viele, also n-1 Mittelsenkrechten einzeichnen. Und dann wissen wir auch nicht, wo die anfangen und wo die aufhören. Dadurch haben wir halt den Vorteil, wenn wir erst runtergehen, können wir den Basisfall einfach lösen. Und dann beim Kombinieren der Ebenen wieder nach oben hin, müssen wir auch nur einfache Mittelsenkrechten einzeichnen. Also hier müssen wir das jetzt eben für diese 4 Verbindungslinien zwischen den beiden Ebenen machen. Dann bekommen wir hier jetzt diese hellblauen Mittelsenkrechten eingezeichnet. Und jetzt gibt es noch den letzten Teil, also das ist dann der von dem Kombinationsschritt. Wir haben jetzt eben hier noch solche überschüssigen Teile und wir haben hier noch einen Teil, der im Grunde noch nicht verbunden ist. Das heißt, nachdem man jetzt an den Verbindungspunkten die Mittelsenkrechten eingezeichnet hat, muss man noch die überschüssigen Teile entfernen. Das sind hier die gestrichelt gezeichneten und gegebenenfalls die Mittelsenkrechten von den anderen verlängern. Und wenn, das ist jetzt im Grunde eine Kombination von 2 Basisfällen. Und genauso würden wir dann auch vorgehen, wenn wir jetzt noch viel mehr Punkte hätten, dann müssten wir eben wieder 2 Voronoi Diagramme kombinieren auf die gleiche Art und Weise. Dass wir dann eben schauen, welche Zentren sind im Grunde direkt benachbart und dann zeichnen wir da wieder Mittelsenkrechten ein. Und damit hat man dann eben ein Voronoi-Diagramm für diese 6 Punkte konstruiert. Genau, wie bestimmt man denn, was überhaupt benachbart ist? Also hier zum Beispiel die
gestrichelten Linien. Voronoi-Diagramme, so wie wir sie jetzt hier haben, sind ja im 2D-Raum. Da ist es noch relativ einfach. Da musst du im Grunde ja nur schauen, schneidet die gerade Linie zwischen den beiden Punkten eine der blauen Linien. Also hier jetzt zum Beispiel, wenn ich in diesem Fall schauen wollte, ob ich auch zusätzlich noch diese Linie betrachten muss, dann sehe ich ja, dass sie die blaue schon eine der Mittelsenkrechten schneidet. Das heißt, das ist keine der Nachbarn, die ich beachten muss in diesem Fall. Man muss eben die einzeln prüfen und schauen, ob sie quasi verbindbar sind. Genau. Wenn man das nochmal üben will, kann man das auch für dasselbe Beispiel nochmal üben, indem man einfach zum Beispiel eine andere Halbierung nimmt, zum Beispiel die Halbierung hier. Und dann kann man das nochmal üben und schauen, ob man das gleiche Ergebnis rausbekommt, weil natürlich das Voronoi-Diagramm muss immer gleich sein, egal wie ich meine Punktmenge rekursiv unterteile. Genau. Gut. Ich gehe davon aus, dass wenn Fragen sind, dass ihr sie in den Chat schreibt, sonst mache ich einfach weiter. Genau. Die zweite Aufgabe war so ein typisches Bewegungsplanungsmuster, was wir verschiedene Arten kennengelernt haben. Wenn man ein Problem hat, also hier war es jetzt eine Umgebung, ist gegeben mit Hindernissen, hier die schwarzen Blöcke überall. Soll so irgendwie angelehnt an ein Wohnzimmer sein, mit einer Couch oder so, aber für uns sind einfach die schwarzen Objekte Hindernisse. Und wir haben einen Startpunkt und einen Zielpunkt in der Form irgendeiner Konfiguration. Und in diesem Fall geht es um Line Sweep. Wir benutzen hier Line Sweep zur Zellzerlegung, aber wir könnten auch andere Verfahren zur Zellzerlegung nutzen. Dann haben wir eben unseren Arbeitsraum oder Konfigurationsraum in Zellen unterteilt. Dann machen wir aus dieser Zellzerlegung einen Adjazenzgraphen und dann können wir in dem Graphen ganz normale Fahrtplanung machen, Fahrt zwischen Q-Start und Q-Ziel bestimmen. Und das ist so ein typisches Vorgehen in der Bewegungsplanung. Und genau, und hier ist es dann eben die Zellzerlegung mit Line Sweep. Gut, wie läuft das ab? Das kann man dann wahrscheinlich jetzt über Zoom immer nur so abgehackt sehen. Aber das Line-Sweep-Verfahren geht im Grunde so vor, dass wir eine Linie haben, hier zum Beispiel diese rote Linie. In diesem Fall haben wir jetzt hier eine vertikale Linie, die drüber swipet. Wir könnten natürlich auch horizontal über den Raum swipen, aber jetzt hier machen wir es mal vertikal. Und die Linie hält im Grunde immer an, wenn wir an Kanten oder Ecken stoßen. Also hier jetzt zum Beispiel an dieser Ecke halten wir an und zeichnen dann eben eine vertikale Linie ein. Und genauso machen wir das überall an den Ecken, auch so inneren Ecken hier von dieser Couch und zeichnen dann eben hier vertikale Linien ein. Das waren jetzt hier überall so Ecken, weil dieses Sofa und der Fernseher oder so hier schräg stehen. Aber wir müssen auch bei so Kanten anhalten, ne? Und dann immer die Linien einzeichnen. Und das, was daraus entsteht, ist dann eben eine Zellzerlegung von unserem Arbeitsraum oder Konfigurationsraum. Genau, also das ist in der ersten Teilaufgabe sollte man eben hier in Zellen zerlegen. Wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie in einer anderen Richtung swipet, horizontal, dann entstehen natürlich andere Zellen. Ja, genau, also warte kurz. Also ja, hier an dieser Stelle, wo man hier diese Linie steht, da könnte man natürlich auch, wenn man sagt, dieser Punkt und dieser Punkt sind nicht gleich auf, sondern woanders, dann müsste man natürlich hier zwei Linien einzeichnen. Ja, hier sind wir mal so frei und nehmen an, dass sie
direkt übereinander liegen und nur eine Linie eingezeichnet wird. Aber das kann man natürlich optisch nicht immer direkt sehen. Ach so, hier die innere Ecke der Couch oder die hier. Ja, man könnte noch hier nach unten in eine zeichnen. Allerdings hat diese Kante ja keinen Einfluss auf die Bewegung in dieser Zelle. Also es schadet natürlich nicht, wenn du hier unten noch eine Linie einzeichnest, aber es ändert auch nichts, weil diese Kante verhindert ja keinerlei Bewegung in diesem Bereich hier. Genau, aber schadet auch nicht, wenn du die auch noch einfügst. Naja, ob der Line Sweep das erkennt, hängt davon ab, wie du ihn implementierst. Also du würdest wahrscheinlich, wenn du ihn implementierst, an einer Kante anhalten und dann eine Linie machen bis zum nächsten Hindernis. Also zum Beispiel hier anhalten an der Kante, dann nach oben bis zum Hindernis und dann nach unten. Hier an der Kante anhalten und dann zum Hindernis nach oben und nach unten. Bis du halt auf ein Hindernis triffst. Und dann würdest du hier eben an dieser Kante anhalten und nach oben, nach unten eine Linie ziehen bis zum Hindernis und da bist du halt sofort fertig. Aber wie gesagt, das schadet auch nicht, wenn du einfach komplett die Linie durchziehst. Macht halt nur noch mehr Zellen. Genau. Dann müssen wir den Zellen irgendwie Namen geben oder sie durchnummerieren. In der Aufgabe war halt dann gegeben, dass man sie durchnummerieren soll. Hier habe ich das dann mal so gemacht, dass ich von links nach rechts und von oben nach unten durchnummeriert habe. In der Aufgabenstellung war es natürlich nicht gegeben. Das heißt, ihr könnt irgendeine Nummerierung, die für euch Sinn macht, dort verwenden. Ich habe es hier nur mal hingeschrieben mit dieser Reihenfolge. Wenn ihr euch die alten Klausuren anguckt, dann gibt es oft solche Anweisungen, wie durchnummeriert werden soll, damit die Ergebnisse einfacher korrigierbar sind. Aber in der Aufgabe war jetzt nichts gegeben. Das heißt, könnt ihr nummerieren, wie ihr möchtet. Genau, dann, das war wie gesagt der erste Teil. Wir machen so eine Zellzerlegung von unserem Arbeitsraum und dann wollen wir darin Fahrtplanung machen. Dafür müssen wir den Adjazenzgraphen aufstellen. Wie läuft das ab? Also ist jetzt keine besondere Sache, sondern wir müssen uns einfach anschauen, jede Zelle wird ein Knoten in unserem Graphen und immer wenn die Zellen direkt benachbart sind, also wir von einer Zelle zur nächsten kommen können, dann zeichnen wir eine Kante in unseren Adjazenzgraphen ein. So entsteht dann eben unser Graph. Das ist natürlich nicht besonders spannend, deshalb mache ich das jetzt hier mal nur für ein paar. Und dann haben wir eben einen Graphen daraus gemacht. Das sieht dann für die jetzt Nummerierung und die Zellenzerlegung, die ich jetzt dargestellt habe, sieht der Graph dann eben so aus. Der Vorteil ist, jetzt haben wir unser Problem so weit abstrahiert, dass wir einfach ein ganz normales Graphproblem haben. Das ist dann auch der dritte Teil der Aufgabe. Also wenn wir jetzt einen Startknoten haben und einen Zielknoten, das sind eben die Knoten, in denen sich unsere Start- und Zielkonfiguration befindet, dann ist es ein ganz normales Fahrtsuche im Graphproblem. Da können wir natürlich beliebige Algorithmen für benutzen. Wir lernen ja auch, wir gehen ja auch nachher in der Übung nochmal zum Beispiel auf A-Stern ein, den man dafür benutzen könnte. Jetzt in diesem Fall
war ja nur gefragt, geben Sie irgendeinen Pfad an vom Startpunkt zum Zielpunkt. Könnte man hier zum Beispiel den blauen nehmen, das ist jetzt hier der kürzeste Pfad bezogen auf die Anzahl der Knoten. Da jetzt natürlich in der Aufgabe nur gefragt wurde, geben Sie irgendeinen Pfad an. Es ist natürlich auch genauso gut, wenn man jetzt irgendwie gesagt hätte, okay, mein Pfad geht irgendwie über komplizierte Art und Weise, über viel mehr Knoten zum Ziel. Ist auch ein Pfad zum Ziel. Genau, und dafür gibt es auch, wenn ihr euch die Aufgaben aus der Klausur anschaut, da gibt es dann auch manchmal die Modifikation, geben Sie den kürzesten Pfad an. Wenn natürlich die Aufgabe ist, den kürzesten Pfad anzugeben, dann wäre natürlich der längere Pfad hier nicht richtig. Genau, eine Frage, darf ein Pfad sich selbst kreuzen? Also wenn du mit kreuzen meinst, dass man irgendwie so im Kreis läuft, Knoten mehrfach besucht, dann ist das theoretisch auch natürlich immer noch ein Pfad zum Ziel. Ne? Ein unnötig ineffizienter, aber ja. Jetzt gibt es hier gerade eine Menge Fragen. Mein Chat-Window ist zu klein. Ah, okay, ja, eine wichtige Frage ist natürlich dann, sehr gute Frage ist, wenn ich meinen Pfad dann gefunden habe hier in dem Graphen, dann ist damit mein Bewegungsplanungsproblem noch nicht hundertprozentig gelöst. Ich weiß dann nur, ich muss mich von den Zellen in dieser Reihenfolge durchbewegen, aber ich brauche dann immer noch einen lokalen Planer, der mich dann eben von der Zelle zur nächsten bringt, ohne dass ich in ein Hindernis fahre. Das nennt man oft dann auch so einen lokalen Planer und das ist dann eben so ein, sag ich mal, ein vereinfachter Bewegungsplaner, der muss nicht so komplex sein wie, muss nicht alle Bewegungsplanungsprobleme lösen können, sondern muss im Grunde nur den Hindernissen ausweichen können. Das nennt man dann lokalen Planer. Da gibt es aber auch ganz viele Varianten von. Die benutzt man dann, um den konkreten Pfad zu erstellen. Genau, wenn wir dann zum Beispiel Stern dafür benutzen müssen, dann muss natürlich irgendwie definiert sein, was die Bewegungskosten von einem Knoten zum nächsten sind. Das hängt natürlich komplett davon ab, wie man sein Problem definiert. Man könnte zum Beispiel den lokalen Planer benutzen, um einem zu sagen, wie lang dieser Weg im Konfigurationsraum ist. Aber wie gesagt, diese Kosten sind auch immer sehr beliebig. Also es kann zum Beispiel auch Sinn machen, sich anzuschauen, wie viel Energie kostet es den Roboter, sich von Zelle 1 zu Zelle 2 zu bewegen, wenn ich zum Beispiel Akkuzeit sparen will. Ne? Also Kosten sind immer sehr anwendungsspezifisch, die man dort definieren möchte. Aber ja, zum Beispiel, wenn man einfach im Konfigurationsraum ist, dann könnte man dort zum Beispiel den Abstand benutzen. Genau. Innerhalb einer Zelle gibt es hier gerade die Anmerkung, kann man ja sowieso jeden Punkt direkt erreichen durch die Zellzerlegung. Aber es geht ja um die Verbindung von Zelle 1 zu Zelle 2. Also stell dir mal vor, wie gesagt, deshalb diese lokalen Planer müssen nicht besonders intelligent sein. Aber stell dir vor, das hier ist unsere Startkonfiguration. Und wir wollen in Zelle 3 irgendwie rein. Dann können wir ja nicht auf einem geraden Pfad von Zelle 1 zu Zelle 3 laufen, obwohl dort eine Kante ist. Das heißt, wir brauchen halt noch einen lokalen Planer. Wie gesagt, die sind nicht besonders schlau, diese lokalen Planer, der uns sagt, geh erst hier runter und geh dann hier hin. Das ist die Idee von, aber wie gesagt, das ist auch nichts, was wir so in der Vorlesung explizit behandeln. Die sind auch meistens halt nicht, wie gesagt, nicht besonders schlau, aber sind halt so ein paar Dinge, die man beachten muss bei dieser lokalen Planung. Also wie gesagt, das genau, also wie gesagt, wenn ich da Planer sage, das ist jetzt nicht sowas wie ERT oder so, das sind wirklich so ganz Low-Level-Planer, die ja dann eben so eine Verbindung machen, ne? Nennt man halt lokale Planer. Ist jetzt nichts Fancyes. Genau.
Ja, jetzt gibt es noch, gut, gehen wir noch drauf ein, was ist, wenn der Roboter größer ist. Also hier haben wir jetzt natürlich, gehen wir davon aus, dass wir jetzt so einen punktförmigen Roboter haben. Ne? Wir haben es ja in der Vorlesung kennengelernt, wenn du einen Roboter hast, der größer ist, dann machst du zum Beispiel diese Minkowski-Summen, dass du deinen Arbeitsraum, die Hindernisse im Arbeitsraum so weit vergrößerst, um die Größe des Roboters. Und dann brauchst du dich nicht mehr darum zu kümmern, wie groß der Roboter ist. Weil solange es halt einen Durchgang gibt, dann kommt der Roboter da durch. Ne? Das macht das Problem viel einfacher, als dann noch solche Fälle zu beachten, passt der Roboter jetzt hier durch die Lücke oder so, sondern man vergrößert dann einfach seine Hindernisse. Ne? Und damit ist das Problem indirekt gelöst und auch, sag ich mal, algorithmisch schöner gelöst. Genau. Gut. Dann zum RRT-Stern. Der RRT-Stern ist auch ein Bewegungsplanungsalgorithmus, aber einer von den randomisierten und auch einer von denen, der nicht zuerst einen Graphen erstellt und dann darin Graphensuche macht oder so, sondern der RRT baut ja einen Baum auf, startend von einem, beginnend von einem Startknoten und sucht im Grunde zufällig in dem Raum, Konfigurationsraum, bis er an den Zielknoten gekommen ist. Gibt es natürlich auch verschiedene Varianten, die auch gleichzeitig beim Ziel starten und so weiter. Aber in unserem Fall interessiert uns nur die Variante, die beim Startknoten beginnt. Und genauer geht es ja auch um eine Variante vom RRT, den RRT-Stern. Den haben wir auch in der Vorlesung kennengelernt. Der hat noch einen Zusatz zum Standard-RRT, so eine Art Rewiring-Schritt, bei dem es darum geht, sicherzustellen, dass man lokal noch Abkürzungen findet und dadurch die Baumstruktur etwas optimiert. In dieser Aufgabe geht es so ein bisschen darum, dass wir so einen Rewiring-Schritt einmal selber durchführen und all die Teilaufgaben zielen im Grunde darauf hin, dass man so ein bisschen erklärt, was daran beteiligt ist. Und gegeben ist hier einmal der Zustand, in dem sich gerade der Algorithmus befindet. Hier ist also so ein Baum gegeben, in Form von den blauen Knoten und den grünen Kanten hier. Und an den Kanten sind die Kosten angegeben. Man kann natürlich berechtigterweise sagen, könnte dieser Baum überhaupt so entstanden sein vom RRT oder so. Aber hier in dieser Aufgabe geht es darum, wir nehmen an, der RRT-Baum befindet sich jetzt in diesem Zustand. Und wir wollen im Grunde jetzt den Schritt, einen weiteren Iterationsschritt mal durchdenken, was darin passiert ist und was noch geschehen muss. Genau. Und wo wir uns zuerst mit beschäftigen wollen, ist, wie würde QNew ermittelt? Das ist hier dieser Knoten. Also wir haben hier schon einen Iterationsschritt teilweise bearbeitet. Diesem Zustand. Also wir haben schon einen neuen Knoten gefunden, der schon in den Baum hinzugefügt wurde. Und die Frage ist jetzt, von dem, was wir hier sehen können, wie ist es zu diesem neuen Knoten überhaupt gekommen? Das ist übrigens auch identisch zu dem, wie der normale RRT arbeitet. Das hat noch nichts mit dem RRT-Stern zu tun. Genau, wir sehen schon Spoiler im Chat. Das QS ist hier der aktuell gesampelte Punkt, der zufällig bestimmt wurde. Und der erste Schritt, der im RRT passiert, ist so eine sogenannte Steer-Funktion, die im Grunde vom nächsten Nachbarn zu diesem Sample in die Richtung den Baum erweitert. Und jetzt hier in diesem Fall wird der nächste Nachbar der Q7 gewesen sein. Das haben wir gesehen, weil der Q7 schon verbunden war mit QNew. Und wir müssen ihn jetzt erweitern in die Richtung und beschränken auf eine Schrittweite von 1. Also die gestrichelte Linie ist jetzt die direkte Verbindung zum Sample QS. Und für eine Schrittweite d gleich 1 entsteht dann eben hier der neue Knoten QNew, den wir dann in den Baum aufnehmen. Genau, die Schrittweite hier bezieht sich immer auf die Kosten. Wie gesagt, Kosten, mit dem, was wir meistens machen, ist es eben irgendwie ein Abstand im
Lenkwinkelraum. Aber der Algorithmus selber ist nicht beschränkt darauf, wie die Kosten bestimmt werden. Das kann auch sowas sein, wie viel Benzin braucht mein autonomes Auto oder so. Genau. Und dann haben wir unsere neue Konfiguration gefunden. Das beantwortet im Grunde die erste Aufgabe. Also der neue Knoten wird über diese Steer-Funktion erzeugt in Richtung des Samples, beschränkt auf die Schrittweite. Genau, also gibt es hier die Frage, muss der Kostenraum stetig sein? Also die RRT selber, da ja nur Sample-basiert arbeitet, gibt es im Grunde wenig Anforderungen an die Kostenfunktion. Was natürlich nicht funktioniert, ist, wenn du auch noch negative Kosten hast oder so, weil dann versteht der Algorithmus nicht, dass man durch Weitergehen Kosten sparen kann oder so. Aber da bist du ziemlich frei in der Wahl deiner Kostenfunktion. Genau. Gut, die nächste Aufgabe, da ging es darum, wir sollen die Fahrtkosten für die verschiedenen Knoten bestimmen. Der RRT ist ja ein Baum, der beginnt beim Startknoten. Hier in diesem Fall die Wurzel ist Q1, also das hier ist unser Startknoten. Genau, also der hier in diesem Fall kann man sehen, also die Idee ist, Q1 ist der erste Knoten, der erzeugt wurde, wegen dem Index 1. Und es ist die Idee von dieser Darstellung, dass eben Q1 der Startknoten ist. Der Startknoten ist ja gegeben durch die Aufgabe, ne? Der Roboter befindet sich in einer gewissen Konfiguration und wir wollen zu einer Zielkonfiguration kommen. Das heißt, das ist der einzige gegebene Knoten. Die anderen Knoten werden generiert durch den Algorithmus. Genau, und für die Fahrtkosten interessiert uns eben die Fahrtkosten von diesem initialen Startknoten zu den anderen, also durch den Baum durch. Und deshalb sind die Kosten von Q1 zu Q1 0 und dann geht es eben weiter. Genau, also die Struktur, wenn man jetzt nur die Knoten betrachten würde, dann könnte es natürlich hier mehrere Knoten geben, die zulässige Wurzel des Baums wären. Ne? Gibt es hier gerade die Anmerkung im Chat, das stimmt natürlich. Ne? Also, aber die Nummerierung soll hier suggerieren, dass Q1 der erste war, den wir hinzugefügt haben. Ne? Also man gibt hier, du kannst die meisten von denen auswählen und hättest einen kannst alle auswählen und hast einen gültigen Baum. Aber in diesem Fall beginnt es eben bei Q1. Und das ist dann eben auch das, was im RRT mit den Fahrtkosten gemeint ist. Das sehen wir auch gleich im Rewiring-Schritt, dass das die Kosten sind, die wir benötigen, um den Schritt durchführen zu können. Und wie das Ganze abläuft, ist es nicht besonders schwierig, sondern man summiert einfach die Kosten auf. Also die Kosten nach Q2 sind eben die Kosten nach Q1 plus die Kante, das ist hier 1, gibt uns 1. Und die Kosten nach Q3 ist wieder gleich. Wir gehen also von den Kosten nach Q2 aus und addieren eben die 2. Die 2 sind hier die Kosten an der Kante. Und so geht es eben hier weiter durch. Genau. Das ist, glaube ich, nicht besonders spannend. Hier kann man es dann nochmal auf der Folie ausformuliert sehen. Also wir müssen immer die Kosten vom Vorgänger nehmen, hier zum Beispiel die Kosten von Q4 und dazu addieren wir die Kosten an der Kante. Und dann erhalten wir eben die akkumulierten Kosten hin zu dieser Konfiguration. Man muss natürlich aufpassen, hier im oberen Teil war es immer so, dass wir im Grunde den vorherigen Eintrag in der Tabelle nehmen können. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, hier Q5 zeigt ja sowohl nach Q6, nach Q9 als auch nach Q7. Und deshalb müssen wir natürlich entsprechend bei der Berechnung der Kosten von Q6, Q8 und Q9 die bisherigen Kosten, die akkumuliert nach Q5 sind, nehmen und dann eben die Kanten dazu addieren. Genau, also es ist nicht,
einfach nur von oben nach unten durchsummieren, sondern muss gucken, was sind die Vorgängerknoten. Genau. Und damit haben wir die Fahrtkosten zu allen Knoten jetzt in diesem Baum. Gut, das sind alles Dinge, die es im normalen RRT auch gibt. Und richtig. Das ist der 7er und nicht der 8er. Gut. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, der für den RRT-Stern wichtig ist. Und da geht es dann eben darum, im lokalen Gebiet um den neuen Knoten Optimierung vorzunehmen in der Baumstruktur. Der erste Schritt dafür ist, erstmal diese lokale Umgebung zu definieren. Das war jetzt hier gefragt, was macht diese NIR-Funktion? Wenn wir uns anschauen, was die quasi als Eingabe nimmt und was sie als Ausgabe erzeugt. Als Eingabe kriegt sie den gesamten Baum, den wir hier haben, den neuen Knoten, den wir gerade eingefügt haben und einen maximalen Abstand zur Bestimmung der Nachbarknoten. Der Abstand bezieht sich hier auch wieder auf die Kostenfunktion. Und damit ergibt sich dann eben so eine Menge an Knoten, Nachbarknoten, die einen kleineren Abstand haben als eben dieses R. Und jetzt hier in der Aufgabe war es halt so gezeichnet hier als, als schöner Kreis. Ist einfach nur gedacht, damit man hier die Knoten einfach ablesen kann. Man kann hier nämlich sehen, dass die Knoten sind eigentlich ja nicht, sage ich mal, kartesisch gezeichnet. Ne? Wenn ihr hier die Kosten seht von Q5 nach Q9, sind die zum Beispiel 4. Oder hier die Kosten sind 3. Das heißt, dieser Baum ist gar nicht skaliert gezeichnet. Aber für die Aufgabe war ja dieser Radius gegeben, ne? Der sich darauf bezieht, dass alle Knoten, die jetzt in diesem Kreis drin sind, sollen halt von dem Q-NIR zurückgegeben werden. Was gibt also diese Funktion zurück? Was macht die? Die ermittelt alle Knoten aus T, deren Abstand zu dem neuen Knoten kleiner ist als irgendein Schwellwert R. Genau, und dann sollen wir das eben auch einmal machen für jetzt dieses konkrete Beispiel. Wie gesagt, hier ist es besonders einfach, weil uns der Radius ist uns eingezeichnet worden. Das heißt, wir müssen nur gucken, welche Knoten sind in diesem Kreis drin. Zu dieser Menge zählt der neue Knoten selber nicht, weil es in dem Sinn, es macht keinen Sinn, weil der Rewiring-Schritt eben Abkürzungen über QNIR sucht. Das heißt, der ist da gar nicht enthalten. Genau, also in der Realität würde dieser Kreis irgendwie sehr kurios aussehen, gegeben den Kosten, die wir hier an unserem Graphen sehen. Gut, der Rewiring-Schritt. Also was machen wir jetzt, um diese Struktur lokal zu optimieren? Und wir haben hier, was der erste Schritt, den wir machen können, ist, das QNU ist natürlich über einen Pfad verbunden mit einigen dieser Knoten. Das heißt, Q5 und Q7 sind für uns, müssen wir gar nicht betrachten, weil der Rewiring-Schritt versucht, Abkürzungen zu finden über QNU zu anderen Knoten. Das heißt, da wir von Q5 nach Q7 nach QNU gehen, wird es nicht noch kürzer, wenn wir dann nochmal in eine Schleife zurück zu Q5 oder Q7 gehen. Und genau, vielleicht gehen wir auf die Frage gleich ein. Was passiert jetzt also in diesem Rewiring-Schritt?
Wir schauen uns also Q8 und Q9 an, hier jetzt in diesem Fall mal Q8, der jetzt hier rot markiert ist. Und das Rewiring schaut sich an, wenn ich über Qnew gehe, also hier diese blaue Linie, ist das dann kürzer, als wenn ich den alten Pfad belasse. Und jetzt hier in diesem Beispiel ist es natürlich so gewählt, dass dieser Pfad hier von Q7 hat Kosten 3, damit er eben teuer ist und wir eine Abkürzung über Qnew finden. Was müssen wir also tun? Wir müssen die Kosten von diesem neuen Weg, also dem blauen Weg, bestimmen. Dazu nehmen wir die Kosten zu Qnew, das sind 8, und wir addieren die 1, das sind die Kanten. Das heißt, da kommt 9 raus. Und das vergleichen wir mit den bestehenden Kosten zu 8, das sind hier 10. Und die sind hier kleiner. Das heißt, es wird ein Rewiring durchgeführt. Und was jetzt die Kosten hier zwischen Qnew und den Knoten im Kreis war in der Aufgabe gegeben. Also hier in diesem Fall ist es 1. Das steht in der Aufgabe, was die Kosten sind. Weil man natürlich hier nicht wir das hier in einem Beispiel machen. Aber es gab eine Frage, was passiert, wenn hier die Kosten identisch sind? Jetzt hier in diesem Fall vergleichen wir auf kleiner. Das heißt, wenn die Kosten identisch sind, würden wir den alten Pfad beibehalten, nur wenn sie tatsächlich kleiner sind. Ja. Aber man könnte das auch durch kleiner gleich ersetzen. Aber in unserem Fall ist es kleiner. Das heißt, wenn die Kosten echt kleiner sind, aktualisieren wir den Baum und machen ein Rewiring. Was heißt das dann? Das heißt, wir entfernen die gestrichelte Kante, die vorher im Graphen war, und fügen eine neue hier ein, die wir eben verglichen haben. Und dadurch ist eben dieser lokale Bereich um den neuen Knoten etwas optimierter. Bei Q9 ist es identisch. Wir müssen uns wieder anschauen, wenn wir über Qnew gehen, was entstehen dann für Kosten? Dafür müssen wir wieder die 8 plus die 1 addieren und dann wieder vergleichen mit den bisherigen Kosten zu Q9. Da ist es jetzt auch wieder, dass 9 kleiner als 10 ist. Das heißt, hier müssen wir auch wieder die alte Kante entfernen und die neue einfügen. Und das ist dann die Struktur von diesem neuen Baum. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen der Baum, wie er da entstanden ist, ist natürlich künstlich so aufgebaut, damit wir hier in diesem Beispiel damit zeigen können, wann was eintritt. Ne? Das ist jetzt, wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass die Sampling-Distanz D war ja zum Beispiel immer 1. Das heißt, hier solche Kosten wie irgendwie 2, ist fragwürdig, wie die je zustande gekommen sind. Ne? Also daran solltet ihr euch nicht zu sehr aufhängen. Das Beispiel war im Grunde konstruiert, damit wir an dem Beispiel zeigen können, wie dieser Schritt abläuft und da auch ein paar Fälle haben, die interessant sind. Genau. Gut. Es gibt eine Frage, wie geht man weiter bis QS? Also in diesem Beispiel war es so, dass der gesampelte Punkt nie wirklich erreicht wird, außer fällt relativ kurz. Ich weiß nicht, ob wir da rein zurückgehen können. Also der gesampelte Punkt war ja da irgendwo unten. Irgendwo hier. Und wir haben den ja abgeschnitten, den Weg dahin, weil wir eine Schrittweite hatten. Und wir wollen ja auch gar nicht zu dem Sample hin. Ne? Es gibt natürlich Varianten vom RRT, die versuchen, nicht nur eine Schrittweite zu gehen, sondern beliebig weit, bis man auf eine Kollision trifft oder sowas. RRT ist so
einer der Algorithmen, der wahrscheinlich die allermeisten Varianten hat von dem, was es gibt. Da gibt es sehr viele verschiedene Dinge, die man tun kann und die auch Sinn machen oder nicht Sinn machen, je nachdem. Da gibt es sehr, sehr viele Varianten. Genau, und dann gibt es noch eine Frage, könnte man nicht auch QNU selber noch rewiren zu anderen Sachen? Jetzt so wie der, wie wir es jetzt definiert haben, nicht. Es würde aber passieren, wenn du dir vorstellst, dass zum Beispiel im nächsten Schritt wir noch einen neuen Knoten hier haben, dann haben wir ja wieder Rewiring und so weiter. Das heißt, das ist natürlich in so einem kleinen Beispiel immer schwer zu zeigen, aber ich meine, so ein RRT läuft dann halt durch Millionen Iterationen durch oder so. Und dann wird eben lokal um die einzelnen neuen Knoten immer wieder optimiert. Das heißt, nur weil wir jetzt QNU hier nicht betrachtet haben fürs Rewiring, heißt es nicht, dass er dann in einem der 100.000 weiteren Schritte mal beachtet wird oder so. Genau, also ich glaube, die Anmerkung, die im Chat ist, dass das bei QNU schon vorher passiert ist, ist nicht ganz richtig. Aber es sind auch, ist in dem Sinne sehr richtig, weil wir, also Q7 ist der nächste Nachbar zu QNU. Das heißt, Q5 kann nicht näher an QNU sein als Q7. Genau, also das kann nicht passieren, weil wir ja den nächsten Nachbarn raussuchen. Aber es kann durchaus passieren, dass wenn wir neue Samples ziehen, dass diese Struktur sich halt nochmal ändert, die wir hier erstellt haben. Genau, gut. Dann hatten wir es ja schon angesprochen, wenn wir nicht mit einem RRT arbeiten, sondern mit einem der Verfahren, die zum Beispiel eine Zellzerlegung machen oder so, dann brauchen wir immer noch einen Algorithmus, der uns dann im Graphen den kürzesten Weg bestimmt. Und der Standardalgorithmus ist dafür dann der A-Stern. Den wollen wir uns auch einmal kurz anschauen. Wir haben hier ein ganz einfaches Gitter an Beispielen, wo jede Zelle ist hier ein Knoten nach einem Graphen. Wir wollen den optimalen Pfad von V2 nach V13 bestimmen. In diesem Fall sind nur horizontale und vertikale Bewegungen erlaubt, also keine Diagonalen. Und die Kosten sind hier so definiert, dass immer wenn wir eine graue Zelle betreten, dann ist der Übergang kostet 1. Wenn wir eine gelbe Zelle betreten, kostet der 4. Also hier in diesem Fall würde nach rechts oder links gehen, kostet 1 und nach unten gehen, kostet 4. Weil wir nach unten eine gelbe Zelle betreten. Das ist wie gesagt nur einfach ein künstliches Beispiel, damit wir den Algorithmus einmal ausprobieren können. Als Heuristik benutzen wir die euklidische Distanz. Einfach, wie weit sind wir euklidisch entfernt vom Ziel. V13 hier ist ja das Ziel. Und das Beispiel, was hier gegeben ist, ist der Abstand zu V11. Und dann ist es hier so gemeint, dass wir eben eine Zelle nach unten, eine Zelle nach links gehen müssen. Also der euklidische Abstand, der uns hier interessiert, ist dann eben Wurzel 2. Genau. Und dann später sollen wir noch erklären, warum das eine geeignete Heuristik ist und uns wie der Stern eine Lösung findet. Genau. Der A-Stern, hier nochmal wiederholt, das haben wir in der Vorlesung kennengelernt, hat ein Open Set und ein Closed Set. Das Open Set sind die Knoten, die wir uns noch anschauen müssen. Das Closed Set sind die Knoten, zu denen wir schon die kürzesten Pfade gefunden haben. Wir haben auch eine Datenstruktur, die wir immer aktualisieren in jedem Schritt.
Das sind die Vorgängerknoten, Predecessor, die akkumulierten Kosten, die man mit der Funktion g bezeichnet, und die Heuristik hier in diesem Fall, die wir hier vorberechnen. Heuristik könnte man auch immer on the fly neu berechnen. Genau. Bei der Initialisierung, wie startet man den Algorithmus? Packt man den Startknoten in das Open Set, das Closed Set ist leer und die akkumulierten Kosten initialisiert man mit unendlich, mit der Ausnahme des Startknotens, den man die Kosten auf 0 setzt. Man initialisiert die auf unendlich oder halt einen sehr großen Wert, weil der Algorithmus im Grunde in jedem Schritt versucht, Abkürzungen zu finden. Und dadurch, dass man alles auf unendlich setzt, ist im Grunde initial jeder Weg, den man zum Knoten findet, eine Abkürzung. Und dann in weiteren Iterationen kann man dann tatsächlich sich mit den Abkürzungen beschäftigen. Genau, wie läuft es ab? Der Algorithmus iteriert so lange, wie es Knoten im OpenSet gibt. Bestimmt einen zu erweiternden Knoten. Das ist der Knoten im OpenSet, der die minimalen geschätzten Kosten zum Ziel hat. Also Summe aus den bisherigen Kosten hin zu dem Knoten plus die Heuristik. Wenn der Knoten, den wir da aus dem OpenSet rausgenommen haben, unser Ziel ist, dann haben wir eine Lösung gefunden und wir können einfach die Vorgängerliste durchgehen. Knoten wird entfernt aus dem OpenSet, im Closed Set hinzugefügt. Und dann aktualisieren wir die Nachfolger. Das ist im Grunde der interessante Schritt. Wir gehen also alle Nachfolger durch. Das sind alle Knoten, die eine Kante von diesem Knoten VI, den wir dort oben erweitert haben, die eben damit verbunden sind. Wenn wir den Nachbarknoten schon bearbeitet haben, also der im Closed Set ist, dann sind wir fertig. Wenn er noch nicht im OpenSet ist, dann müssen wir ihn hinzufügen. Und das hier ist im Grunde der Teil, der schaut, haben wir eine Abkürzung gefunden? Wenn ja, dann müssen wir unsere Datenstrukturen aktualisieren. Also die akkumulierten Kosten, die Heuristik und den Vorgänger. Gut, wie sieht es also jetzt aus in unserem Beispiel? Initialisierung relativ einfach. Wir fangen mit unserem Startknoten an. Der wird in das OpenSet gepackt. Das ist V2. Dann können wir den F-Wert von V2 berechnen. Der besteht hier aus den bisherigen akkumulierten Kosten. Die sind 0, weil wir uns noch nicht bewegt haben. Plus die Heuristik. Heuristik, wie gesagt, ist hier euklidische Distanz. Also 4 runter, einen nach links, also Wurzel aus 4 Quadrat plus 1 Quadrat. Gut, dann jetzt der erste wirkliche Schritt. Wie gehen wir also vor, wenn in einer Update-Schritt? Wir müssen zuerst den Knoten finden, den wir expandieren sollen oder den wir erweitern sollen. Das ist der Knoten im OpenSet, der den kleinsten F-Wert hat. Jetzt gibt es natürlich nur einen Knoten, im OpenSet, also ist es sowieso V2. V2 wird also ausgewählt, soll expandiert werden. Und das heißt, wir müssen schauen, welche Knoten sind verbunden mit V2. Wir dürfen uns ja nur horizontal und vertikal bewegen. Das heißt, in diesem Fall sind es nur V1, V3 und V5. Die werden dann alle ins OpenSet eingefügt. Deshalb sieht man hier das aktualisierte OpenSet, V1, V3, V5. Und wir müssen die entsprechenden Datenstrukturen aktualisieren. Die blauen Pfeile hier sollen im Grunde uns anzeigen, wer der Vorgänger ist, beziehungsweise wer der Nachfolger ist. Das haben wir also da eingezeichnet. Wir müssen die F-Werte aktualisieren. Das heißt, wir nehmen die bisherigen Kosten. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, Betreten einer grauen Zelle ist 1. Also haben wir hier 1, 1 und 4. Und dann müssen wir wieder die Heuristik bestimmen. Die Heuristik geht jetzt natürlich von dem neuen Knoten aus. Also V1 zum Beispiel nach V13 ist 4, hat eine euklidische Distanz von 4. Also bekommen wir einen F-Wert von 1 plus 4 sind 5. Und genauso müssen wir es für die anderen Knoten V3 und V5 auch machen. Addieren die euklidische Distanz und dann haben wir unsere F-Werte.
Der Knoten, den wir expandiert haben, der V2, der landet dann im Closed Set. Gut, der erste Schritt ist natürlich auch vielleicht noch nicht so interessant gewesen. Der nächste Schritt zeigt dann vielleicht ein bisschen mehr, wie der Algorithmus funktioniert. Jetzt haben wir ein Open Set V1, V3, V5. Und jetzt müssen wir tatsächlich auswählen. Also welcher dieser Knoten hat den geringsten F-Wert? Und das ist natürlich hier der V1-Knoten mit dem F-Wert von 5. Das heißt also, der wird expandiert. Wir müssen uns also wieder anschauen, was sind die Nachbarn von V1. Das sind in diesem Fall V2 und V4. V2 ist ja schon im Closed Set drin, ne? Das haben wir ja hier schon. Das heißt, V2 wird direkt übersprungen. Ist für uns nicht relevant im Aktualisierungsschritt. V4 aber schon. V4 wird also ins OpenSet eingefügt und wir müssen für V4 auch wieder die entsprechenden Datenstrukturen aktualisieren. Also Vorgänger eintragen, wieder hier mit dem blauen Pfeil markiert und wir müssen natürlich wieder schauen, okay, was sind unsere bisherigen akkumulierten Kosten? Das sind hier 2. Ne? Wir sind ja, zweimal haben wir eine graue Zelle betreten, deshalb haben wir hier 2 und wir müssen die Heuristik wieder drauf addieren, die euklidische Distanz 3, dann erhalten wir hier wieder 5. Genau, dann der dritte Schritt, das ist, ich glaube, in der Aufgabe war auch nur gefragt, 3 Schritte zu machen. Dritter Schritt ist wieder identisch, wir müssen uns anschauen, was ist im OpenSet, wer hat den kleinsten F-Wert, das ist wieder V4, müssen wir wieder expandieren. V4 hat 3 Nachbarn, V1, V5 und V7. V1 ist bereits im Closed Set, das heißt, der ist für uns egal. Wenn wir uns V5 angucken, dann stellen wir fest, dass das Betreten von so einer gelben Zelle kostet 4 Einheiten. Das heißt, wenn wir das dann aufaddieren, also wir haben hier die akkumulierten Kosten von 2 plus die 4, gibt uns 6. Diese 6 sind größer als das, was wir bisher haben. Unser bisheriger Weg zu V5 ist ja einfach direkt von V2, also dieser Weg hier. Und der ist der kürzere Weg. Das heißt, hier erfolgt kein Update. V7 gibt es bisher noch keinen Pfad hin. Das heißt, hier müssen wir den aufnehmen, wieder die Kosten bestimmen. Also bisher sind dann eben 6 angefallen, ne, weil wir hier 4 wieder bezahlen für das Betreten der gelben Zelle. Und erhalten dann eben 8 als Kosten für V7. Genau. V4 ist damit expandiert und wird wieder in das Closed Set eingefügt. Genau. In den Folien ist auch noch dann der nächste Schritt eingefügt, aber wie gesagt, das ist nur so ein bisschen darauf hinzuweisen, wenn man den Algorithmus jetzt natürlich komplett durchspielen würde. Diese Aufgabe ist natürlich extra so gestellt, dass hier im Grunde so eine Falle gestellt wurde für den A-Stern. Und der A-Stern dann erstmal versuchen muss zu verstehen, dass der kürzeste Weg außen herum führt. Genau. Die Initialisierung selber ist kein Schritt vom A-Stern. Ein Schritt ist, wenn du einen Knoten expandierst, also einen dieser Aktualisierungsschritte durchführst in der Schleife vom A-Stern. Ja, gut. Ja, wir sollen noch, es gibt noch so ein bisschen dass die Frage gibt, wie wird der Knoten gewählt, den man expandiert? Du nimmst immer den Knoten, der das minimale
f hat. Genau. Gut, jetzt gibt es noch so ein paar Textfragen, die es, glaube ich, auch irgendwann mal in der Klausur gab. A-Stern, für A-Stern relativ wichtig ist, was ist eine zulässige Heuristik? In der Frage war jetzt geeignete Heuristik gefragt, um halt nicht okay, jetzt gibt die Frage. Warum expandiert man V4 statt V3? Weil 5 kleiner ist als 5,47. Gut. Geeignet ist natürlich kein Fachterm, sondern worauf diese Frage hinaus zielt, ist eine Heuristik zulässig. Zulässig ist sie, wenn sie die Kosten nicht überschätzt. Warum ist das wichtig? Wenn man die Kosten mit einer Heuristik überschätzt oder eine Heuristik so wählt, die auch manchmal die Kosten überschätzen kann, dann garantiert der A-Stern nicht mehr, dass er den kürzesten Weg finden kann. Also nur solange wir eine zulässige Heuristik haben, die die verbleibenden Kosten zum Ziel entweder unterschätzt oder genau schätzt, dann garantiert uns A-Stern, dass wir den kürzesten Weg finden. Von daher ist es eine Eigenschaft, die wir natürlich gerne haben wollen. In unserem Fall die euklidische Distanz. Wir können uns ja nur vertikal-horizontal bewegen in diesem Beispiel und haben immer dabei die Kosten 1 oder 4, wenn wir also ein gelbes Feld betreten. Das heißt, die euklidische Distanz wird immer die Kosten unterschätzen oder auf einem geraden Weg, wenn es nur graue Zellen gibt, dann wird sie die Kosten exakt schätzen. Also wir haben nie eine Überschätzung. Das passiert, weil wir uns eben nur horizontal, vertikal bewegen können. Kosten sind immer 1, keine negativen Kosten. Genau, es gibt die Anmerkung, der Algorithmus funktioniert fast wie Dijkstra. Ja, das, wenn man dann seine Heuristik auf 0 setzt, dann ist A-Stern der Dijkstra-Algorithmus. A-Stern ist im Grunde ein Dijkstra-Algorithmus, der gezielt suchen kann. Dijkstra macht im Grunde ja nur so eine Breitensuche. Genau. Dann gab es noch eine Frage, wann findet der A-Stern-Algorithmus eine Lösung, wenn man den Zielquoten expandiert oder wenn er zum Open-Set hinzugefügt wird? Ist im Grunde eigentlich eine, wahrscheinlich haben sich einige auch gedacht, was für eine blöde Frage, weil es steht einfach ja in dem Algorithmus drin. Es geht einfach nur so ein bisschen darum, drüber nachzudenken, dass es ja zwei Schritte gibt, wo man denken könnte, man hätte eine Lösung gefunden. Die Antwort ist natürlich, dass man die Lösung gefunden hat, wenn man den Zielknoten expandiert. Wenn man den Zielknoten zum Open Set hinzufügt, hat man bereits einen Pfad zum Ziel gefunden. Man weiß nur noch nicht, ob es der kürzeste Pfad ist. Das heißt, wenn man nur daran interessiert ist, irgendeinen Pfad zu finden, dann könnte man da auch schon aufhören. Ne? Genau, also A-Stern, der A-Stern-Algorithmus, die Aufgabe des A-Stern-Algorithmus ist ja, den kürzesten Pfad zu finden. Und deshalb ist eine Lösung vom A-Stern-Algorithmus immer der kürzeste Pfad. Aber wie gesagt, wenn man an dieser Stelle terminieren würde, wenn man einen Knoten zum Open-Set hinzufügt, wie gesagt, das macht der A-Stern nicht, aber das hat diese Frage ja als eine Option gestellt, dann hätte man irgendeinen Weg zum Ziel gefunden und hat keinerlei Garantie, ob es sich um den kürzesten handelt oder nicht. Wie gesagt, diese Aufgabe ist im Grunde so, dass man ein bisschen drüber nachdenkt, was an den unterschiedlichen Stellen des Algorithmus passiert. Also eine Stelle, wenn man was zum Open-Set hinzufügt, hat man einen Weg gefunden. Wenn man den Knoten expandiert, dann hat man den kürzesten Weg gefunden. Unter der Voraussetzung, dass man eine zulässige Heuristik hat. Ja, also man kann sich natürlich streiten, aber wenn meine Aufgabe ist, den kürzesten Pfad zu finden, dann ist irgendein Pfad halt keine Lösung. Ne? Des Problems. Und der Stern sucht halt die kürzesten Pfade. Ne? Genau.
Dann gibt es noch was, was hier nicht in den Folien drin ist. Wenn ihr halt noch mal ein bisschen weiter mit Stern rumspielen wollt oder darüber nachdenken wollt, noch ein paar Zusatzfragen, also zum Beispiel, ob die euklidische Distanz auch noch zulässig ist, wenn wir uns diagonal bewegen können, bei den gleichen Kosten. Dann noch, ob man, wie es ist, wenn man Manhattan-Distanz als Heuristik benutzt. Manhattan-Distanz ist ja so, wie die Taxifahrer messen. Also wenn ich im Grunde die Manhattan-Distanz habe, dann zähle ich im Grunde, wie viele Blöcke muss ich fahren. Also im Grunde so horizontaler Abstand plus vertikaler Abstand. Wenn man das als Heuristik nehmen würde, wäre das dann auch zulässig. Und die Frage ist, wenn es denn zulässig ist, wäre das dann eine bessere oder schlechtere Heuristik? Und könnte man auch darüber nachdenken, was bedeutet das? Besser oder schlechter ist auch wieder so eine vage Formulierung. Was für einen Einfluss hat es denn, wenn man so eine bessere Heuristik hat auf den Algorithmus? Genau. Ich sehe auch schon ein paar Antworten. Ist wie gesagt nur ein bisschen zum Nachdenken, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigen möchte, weil wir jetzt ja nur ein Beispiel mit einer Heuristik gemacht haben. Dann kann man ein bisschen noch drüber nachdenken über die Probleme. Genau. Dann. Geht es um die letzte Aufgabe. Die ist in Bewegungsplanung haben wir ja viele Verfahren kennengelernt, fast alle haben irgendwie mit Graphen zu tun und die Potentialfelder sind dann mal die ein bisschen anders sind, sage ich mal, als alles, was wir da so kennengelernt haben. Alles hat irgendwie Graphen und Bäume, hier brauchen wir das gar nicht. Wir haben ja so ein Beispiel gegeben mit einem punktförmigen Roboter. Wie gesagt, das ist alles wieder vereinfacht, damit wir überhaupt mal was durchrechnen können. Sonst wird es immer sehr schnell chaotisch. Wir haben hier in Rot die drei Hindernisse mit abstoßendem Potenzial und in Grün eine Zielkonfiguration, zu der wir hin möchten. Und wir sollen einfach mal so durchgehen, wie fängt so ein Potentialfeld-Algorithmus dann an oder eine Berechnung. Erstmal sollen wir feststellen, welche Potenziale wirken überhaupt auf den Roboter. Dann bestimmen wir das Potenzial, das gerade an dem Punkt, in dem sich der Roboter befindet, wirkt. Und dann wollen wir auch bestimmen, in welche Richtung sich der Roboter bewegt. Oh, der Zielpunkt ist ein zu tief eingezeichnet, stimmt. Okay. Aber gut, da wir sowieso nur rechnen müssen. Gut. Wir haben es in der Vorlesung kennengelernt. Wie man Potenziale definiert, ist einem theoretisch auch einigermaßen selbst überlassen. Wir haben ein paar typische Beispiele kennengelernt, wie man Potenziale definiert. Für das abstoßende Potenzial haben wir hier dieses invers-quadratische, wenn man so will. Das dann im Grunde so einen Pol ergibt um das Hindernis herum, quasi unendlich wird im Hindernis und dann irgendwann null wird und die Funktion ist dann eben so partiell definiert, dass wir dann eben den äußeren Bereich, im äußeren Bereich null wird, im bestimmten Radius von dem Hindernis, sodass Hindernisse eben nur lokal abstoßend wirken. Und je näher ich dem Hindernis komme, desto stärker wird die abstoßende Kraft. Gut, dann wollen wir uns anschauen, es macht dann vielleicht auch ein bisschen Sinn, wie diese Frage gemeint ist. Die Potenziale, abstoßenden Potenziale wirken ja nur, wenn wir uns in einem bestimmten Radius befinden. Das heißt, wir müssen schauen, wie weit sind wir entfernt von diesen abstoßenden Potenzialen. Das können wir einfach über die euklidische Distanz bestimmen. Dann erhalten wir hier eben Werte von 2,2, 1,4 und 1 zu den jeweiligen Hindernissen.
Und wir haben das Rho0 gegeben. Das Rho0 ist der Mindestabstand zu einem Hindernis, ab dem es dann halt anfängt, ein Potenzial zu entwickeln. Und in diesem Fall sind alle Hindernisse kleiner als 5. Also alle drei abstoßenden Potenziale wirken. Genau, ich sehe hier gerade eine Anmerkung, ob man nicht auch andere global wirkende Potenziale einführen kann und so. Das kann man natürlich auch machen. Jetzt in unserem Fall, in der Vorlesung, haben wir halt nur diese lokal wirkenden Potenziale kennengelernt. Potenzialfeldmethode ist natürlich auch sehr viel erweiterbar, ne? In viele Bereiche. In unserem Fall betrachten wir aber jetzt nur solche lokal wirkenden, abstoßenden Potenziale. Genau, dann zu dem anziehenden Potenzial. Das wird eben vom Ziel ausgeübt. Und da haben wir in der Vorlesung haben auch verschiedene kennengelernt, quadratische, lineare. Jetzt in diesem Fall nehmen wir einfach mal eine lineare Funktion. In der Vorlesung sind wir auch durchgegangen und haben gesehen, dass es quadratische meistens mehr Sinn macht oder so eine partiell definierte Funktion, die nah vom Ziel anders ist. Aber für dieses Beispiel bleiben wir bei dem Linearen, um es eben nicht zu kompliziert zu machen. Genau, und dann können wir das Potenzial berechnen. Das Potenzial ergibt sich eben aus der Summe aller Teilpotenziale, also dem Anziehen und den drei abstoßenden Potenzialen. Die Parameter hier waren jetzt gegeben, k gleich 1, v gleich 1, rho 0 gleich 5. Und das heißt, wir können jetzt das anziehende Potenzial bestimmen. Das ist dann einfach der Abstand zum Ziel. Und die abstoßenden Potenziale eben diese Polfunktion. Und damit können wir eben das Potenzial an jeder Stelle, an jeder Konfiguration des Roboters bestimmen. Die Frage ist jetzt, welche Kraft wirkt auf den Roboter? Also die Potenzialfeldmethode, die Idee dahinter ist ja, dass wir so ein Potenzialfeld aufspannen und dann in diesem Potenzialfeld Gradienten bilden können und dann im Grunde durch die Gradienten Kraft bekommen. Kraft in dem Sinne, dass sie uns dann hoffentlich in Richtung des Ziels drückt. Das ist jetzt natürlich keine Kraft im Newtonschen Sinn oder im Dynamik-Sinn, sondern das ist im Grunde jetzt ein Optimierungsproblem, ne? Wir haben diese Potenzialfeldoberfläche und wir wollen zum Ziel kommen. Genau. Das heißt, der Gradient, den können wir linear aufteilen auf die anziehenden und abziehenden Potenziale. Und von denen haben wir die Gradienten auch in der Vorlesung vorgestellt bekommen oder wir leiten sie eben selber ab, wenn wir wollen. Und dann bekommen wir eben für die Kraftfunktion hier diesen Ausdruck, ne? Also der erste Teil ist der Gradient von dem anziehenden Potenzial und hier ist der Gradient von dem abstoßenden Potenzial. Genau. Und um jetzt zu bestimmen, in welche Richtung der Roboter initial fahren wird, müssen wir jetzt die konkreten Werte einsetzen in die Funktion. Das ist natürlich selbst bei diesem einfachen Beispiel und nur im zweidimensionalen Raum immer noch ziemlich viel Rechenarbeit. Jetzt hier überall die Abstände vom Roboter zu den Hindernissen zum Ziel bestimmt, in Vektorform und in normiert als Distanz. Und die können wir dann eben einsetzen. Gut. Also was gibt es? Der erste Teil hier, das ist das anziehende Potenzial. Da erhalten wir eben minus 1. Diese lineare Funktion, der anziehende Potenzial,
hat ja diese Ableitung, die sowieso immer eine Länge 1 hat, weil hier ja immer der Abstandsvektor durch seine Länge geteilt wird. Hier in diesem Fall also minus 1. Dann hier der aus der Summe der erste Teil vom ersten Hindernis eingesetzt. Dann der Teil vom zweiten Hindernis. Es gibt hier natürlich alles immer ein bisschen unschöne Ausdrücke, weil das alles Wurzeln beinhaltet. Und das dritte Hindernis hat dann eben auch einen Term hier. Und das sind dann die vier Terme von dem Kraftausdruck. Und die können wir dann ausrechnen. Und das hier ist dann im Grunde das Ergebnis, was da rauskommt. Das ist die Kraft, die da wirkt. Und das heißt, in diese Richtung würde sich der Roboter initial bewegen. Und ich habe jetzt einfach nur, damit man das einzeichnen kann, also es hat jetzt nichts mit der Lösung der Aufgabe zu tun oder so, den Vektor noch skaliert, sodass wir hier die Richtung 7,31 haben. Einfach nur, damit man das hier einzeichnen kann oder einfacher einzeichnen kann. Also wenn wir wissen wollen, in welche Richtung er sich bewegt, dann heißt das, wir bewegen uns habe ich nur gemacht, damit man es hier sehen kann. Einen nach oben, 7,3 nach rechts. Das heißt, nur damit man hier so einen Pfeil einzeichnen kann, entlang des Gitters. Also der Roboter bewegt sich natürlich in so einem Potentialfeld natürlich nur instantan in diese Richtung initial. Denn sobald er sich ein bisschen bewegt, ändert sich ja wieder das Potential, dann ändert sich auch der Gradient und damit auch wieder die Kraft. Das heißt, am Ende wird man dann wahrscheinlich irgendwie so eine Art Bogen zum Ziel nehmen oder so. Ne? Wir haben halt vom Ziel angezogen und gleichzeitig von den Hindernissen abgestoßen. Macht dann irgendwie so einen Bogen dadurch, ohne Garantie, dass es irgendwie so ähnlich wird es aussehen. Genau, also das ist die Potentialfeldmethode. Ein Schritt der Potentialfeldmethode. Vielleicht ist damit dem Rechenaufwand ist, denke ich, klar, dass man das nicht in 100 Schritte in der Übung machen kann oder in der Klausur. Gibt es Fragen? Sonst hätte ich nämlich eben noch was Kleines, bevor wir Schluss machen. Eben sicher gehen, dass die Folie noch da ist. Ich weiß nicht, ob wir in der Übung welche Methoden in der Praxis verwendet werden. Eine sehr gute Frage, die hier gerade kommt, weil ich das genau gerade zeigen wollte. Ich weiß nicht, ob wir, es gibt noch eine achte Übung, die nur manchmal stattfindet. In der wir auch ein bisschen programmieren, also auch in der Programmierumgebung, wo wir auch viel arbeiten. Das könnt ihr jetzt sehen. Ne? In der achten Übung würden wir uns SIMOX anschauen. Und in SIMOX gibt es eine Menge Bewegungsplanungsalgorithmen implementiert. Und A-Stern, RRT und Potentialfelder werden sehr oft in der Robotik eingesetzt. Natürlich oft, abgesehen von A-Stern, in irgendwelchen modifizierten Versionen. Also gerade RRT hat sehr viele Varianten und in Potentialfeldern kann man sich auch austoben. Genau, hier sieht man, ist immer noch ein bisschen künstliches Beispiel, aber hier sieht man den AMA 3 in einer Umgebung mit Hindernissen. Und wenn wir soweit kommen mit der Übung 8, dann implementieren wir auch mal genau, also wirklich konkret in diesem Szenario mit dem Roboter einen A-Stern-Planer, der jetzt hier zum Beispiel eine Lösung findet, durch die Hindernisse zu einem Zielpunkt. Hier ist es nur eine Plattformbewegung, also keine Roboterarmbewegung. Und wir implementieren auch
ein RRT, kein RRT-Stern, aber. Und dann kann man, hier kann man auch schon sehen, dass natürlich A-Stern hat den großen Vorteil, dass es deterministisch ist. Also wenn du den gleichen Graph und gleichen Start- und Zielpunkt eingibst, kriegst du immer das gleiche Ergebnis. RRT sieht man hier, sieht schon ruckliger aus. Und wenn ich es auch nochmal berechnen lasse, dann kriege ich auch einen anderen Pfad raus, ne? Weil RRT ist Sampling-basiert, randomisierter Algorithmus, da kommt immer was anderes raus. Das kann natürlich in manchen Anwendungen problematisch sein, ne? Wenn man will, dass sich der Roboter immer gleich verhält. Aber hat natürlich den Vorteil, dass es gerade in hochdimensionalen Räumen unglaublich erfolgreich ist. Hier sehen wir mal so ein Beispiel, wird ja als Trap bezeichnet, wo natürlich der A-Stern versucht ja immer erst mit seiner Heuristik so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Das heißt, der A-Stern versucht erst, expandiert erst hier gerade zum Ziel und muss dann erst wieder versuchen, außenrum zu gehen. Ne? Nennt man so ein typische, wenn man so Benchmarks macht für Bewegungsplanungsalgorithmen, dann gibt es oft solche Szenarien, in denen es solche Fallen gibt. Das haben wir auch versucht in dem Beispiel zu machen, aber da haben wir ja nicht so viele. Und hier kann man vielleicht auch sehen, ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert, hier ist zum Beispiel eine RRT-Lösung, die oben lang geht. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt drücken muss, bis mal eine Lösung kommt, die dann unten lang geht. Genau. Also beim RRT sieht man, es gibt manchmal Lösungen, die oben, unten lang gehen. Ne? Beim A-Stern, selbst wenn ich ihn genau in der Mitte initialisiere, A-Stern ist wie gesagt ja deterministisch. Das heißt, egal wie oft ich diesen Knopf drücke, er wird immer unten lang gehen. Und das kann mir natürlich, je nachdem, an welchem Problem ich arbeite, ne, dann kann das eine oder das andere für mich wichtig sein. Aber ja, das ist auf jeden Fall für uns sehr relevant. Ist natürlich, wie gesagt, hier immer noch einfach gehalten, damit wir uns das auch in der Übung anschauen können, wo wir nur die Plattformbewegung beachten. Aber die gleichen Algorithmen kommen auch für die Bewegungsplanung mit 8 Freiheitsgraden für den Roboterarm so zum Einsatz. Gut. Ja, das wollte ich nur kurz zeigen. Also es ist nicht nur, wir machen das nicht nur aus Spaß, sondern es ist auch wirklich relevant. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig mit der Übung. Und wir sehen uns dann vielleicht bei der nächsten, vielleicht macht Tami mir auch die, aber wie gesagt, wenn es Fragen gibt, dann könnt ihr auch immer an die Mailingliste schreiben oder im Forum kann ich versuchen zu antworten, wenn ich sehe.